In Brüssel begrüße ich unseren Korrespondenten. Guten Morgen. Also 44 Milliarden von den Geldgebern und 2 Jahre mehr Zeit für Athen. Ist das jetzt der endgültige befreiende Schritt für Griechenland? Es ist eine Vielzahl von Maßnahmen, die diese Nacht getroffen wurden, aber insgesamt stellen sie einen großen Schritt dar, um die Schuldenlast Griechenlands zu erleichtern. Die Gefahr einer Pleite ist in den nächsten Jahren abgewendet, vorausgesetzt der Deutsche Bundestag und die anderen Parlamente, die noch gefragt werden müssen, sagen ebenfalls ja. Nicht nur die nächste reguläre Tranche wird in den nächsten Wochen ausbezahlt, sondern auch die Milliarden, die nötig sind, damit Griechenland mehr Zeit bekommt. Dass es kein direkter Schuldennachlass ist, der da beschlossen wurde, ist dem Internationalen Währungsfonds nicht so ganz recht gewesen. Aber indirekt sind die Folgen absolut vergleichbar. Die Schuldenlast Griechenlands wird gesenkt auf weniger als 110% der Wirtschaftsleistung des Landes. Und das ist ja eine Erfahrung aus früheren Schuldenkrisen in Osteuropa, in Lateinamerika. Um sich zu erfangen, muss man den Ländern die Möglichkeit geben, ihre Schuldenlast zu reduzieren. Und eine nicht ganz unwichtige Frage lautet, wer wird das bezahlen? Es wird weniger Einnahmen geben aus den Griechenland-Krediten. Da wurden ja bisher Zinsen gezahlt, die über Umwege auch in die nationalen Budgets geflossen sind, auch ins österreichische Budget. Diese Einnahmen werden zurückgehen und es wird mehr Zeit geben, um die Kredite zu zahlen. Die Geldgeber werden Griechenland mehr Zeit geben. Das geht bis 2040. Das war die Devise der Geldgeber. Unmittelbare Kosten für die Steuerzahler nicht, aber weniger Einnahmen, ja, das wurde akzeptiert. Dass das überhaupt funktioniert, die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass es in Griechenland wieder ein Wirtschaftswachstum gibt und die Wirtschaft in Griechenland aufhört zu schrumpfen. Aber der Euro ist durch diese Nacht sicherlich stabiler geworden und der finanzielle Rahmen für Griechenland ist auch stabiler geworden. Dankeschön. In Brüssel.